Bernd, was sagst du zu der Strafe, die Hertha BSC bekommen hat durch die DFL? Ja, ich bin gespalten und ich finde, die Strafe ist insofern pädagogisch unsinnig und finde sie unausgegoren, weil entweder es hätte ein Geisterspiel gedroht oder zum Beispiel die Sperrung der Ostkurve, das heißt bei freien Kartenverkauf beim Stuttgart-Spiel. Aber so ist das eine Maßnahme, die hinten und vorne nicht stimmt und wie ich meine, am Spieltag selbst eventuell auch Konfliktpotenzial in sich birgt. Chris, was sagst du zu der Strafe, die Hertha BSC bekommen hat? Bist du da selber von betroffen? Ich bin da in dem Sinne mit betroffen, da ich nicht nur Mitglied bin, sondern auch die Dauerkarte habe, auch für Ostkurve, aber nicht zuständig bin für diese Menschen, die sich meinen zu glauben, sich dazu profilieren zu müssen, randalieren zu müssen, aggressiv einzudringen. Und ich darf hier zu Hause bleiben gegen das Stuttgart-Spiel, weil ich werde mir keine Karte kaufen. Deswegen, weil ich habe eine Dauerkarte und habe damit nichts zu tun. Ich bin kein aggressiver Mensch und ich wäre gerne hingegangen, und muss aber trotzdem jetzt in dem Sinne, dadurch, dass ich Beitrag bezahle und Dauerkarte bezahlt habe, habe ich ja schon bezahlt und darf jetzt nicht hin. Und ich bin der Nachtragende, der nicht aggressiv ist und muss nicht ausbaden, was andere Menschen sich da meinen zu glauben, sich da zu profilieren, Schaden gegen Hertha BSC und Berlin zu tun und für den Verein. Bernd, wie kann man das in nächster Zeit verhindern? Ja, ich denke, das war sowieso ein einzigartiger Ausnahmezufall und das wird sich so nicht mehr wiederholen. Und ich finde die Strafe, wie gesagt, als schon allein aus pädagogischen Gründen unsinnig. Hertha war so unauffällig in den letzten Jahren, dass man vor 2 Jahren so einen Fairnesspreis gewonnen hat. Von daher hätte man diesen Fakt auch berücksichtigen müssen. Könnte man da das berücksichtigen, dass nicht nur der BSC darunter leidet, die verlieren ja, man schätzt ja 500.000 ja. Euro, sondern das Sicherheitspersonal und eigentlich die Polizei, die da eigentlich dafür zuständig war? Na, die Polizei würde ich selbst rausnehmen, aber ich denke, ein Sicherheitsdienststadion, auch wenn er deeskalierend mit Sicherheit wirken soll, das heißt ja nicht Untätigkeit. Und Leute, die über den Graben springen, springen nicht einfach. Die müssen reinklettern, auch wieder mühevoll hervorkraxeln. Und wenn ich den ersten 5 gezeigt hätte, es geht hier nicht, dann hätte ich die anderen vor sich selber geschützt und dem Verein eben vor den jetzigen Konsequenzen. Also ich denke, Deeskalation ist ja ein Zut, aber wenn Deeskalation wegrennen reißt, heißt, ihr reicht die genügt auch, wenn 2 Leute wegrennen. Chris, glaubst du denn, dass du das Spiel, wenn du das hier in der Gastronomie eben siehst oder so, das ist ja nicht der gleiche, das ist ja nicht die gleiche Atmosphäre. Ja. Wie kannst du in der nächsten Zeit vermeiden, dass diese 100 Leute auf den Platz laufen? Wie hättest du das vermieden? Also jetzt im Nachhinein habe ich ja erst denn gesehen, wie Leute vorbereitet haben. Die haben ja angefangen, sich da die Tücher vor den Mund zu halten und dit und dit. Und das war irgendwo auf eine Art irgendwie geplant, kam mir an. So wiederum muss ich auch sagen, waren das für mich auf eine Art keine Hertha-Fans, weil ich habe keinen Schal gesehen oder irgendwie sowas. Irgendwie sah es mir so aus, als wenn die. Aber was mich stört, ist, dass die in diesem Pulk ja aus der Ostkurve kommen. Wieso waren denn die nicht dafür auch zuständig, diesen so in den Zaun zu halten? Man hat die gesehen, die sehen alle gleich aus. Selbe Farbe und alles und rennen dann los. Jetzt mal was ganz anderes nach diesem wunderbaren Sieg gegen VfL Wolfsburg. Glaubst du an den Klassenerhalt? Ja, definitiv, weil ich denke mal jetzt, vielleicht sogar durch die Ausschreitung, ist da doch mal ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gegangen, wo sie gemerkt haben, wie ernst es eigentlich in Berlin aussieht und wie ernst die Jungs dahinter stehen. Auf eine Art ist es nicht schön geregelt, wie das passiert ist. Vielleicht wollten die damit einen Akzent setzen, aber das war der falsche. Und ich denke mal schon an Hertha, die werden hochkommen wieder. Die geben nicht auf. Du glaubst an den Klassenerhalt? Ja, definitiv, ja. Bernd, glaubst du an den Klassenerhalt, nachdem die Hertha-Mannschaft uns immer über Wochen lang eben enttäuscht hat und die ist zu Recht kritisiert worden und jetzt gegen den VfL Wolfsburg haben die 5-1 gewonnen? Ja, ich denke, das 5-1 gegen Wolfsburg eigentlich den Leistungsstand wieder gespiegelt, den Hertha eigentlich spielen kann. Aber wir kennen von Vereinen wie Dortmund und Leverkusen, dass die Mannschaften, die im Vorjahr noch richtig weit vorne lagen oder euphorisch vorne lagen, plötzlich einen Abschießkampf geraten und kein Mensch in Deutschland weiß, warum die plötzlich da unten stehen und sich so schwer tun. Und so war das jetzt bei Hertha BSC auch. Die spielen mit einer Stahlkugel am Fuß. Gegen Wolfsburg war es aus den bekannten Gründen nicht mehr so und schon hat es geklappt. Man kann also nur hoffen, dass gegen Dortmund diese Befreitheit weiterhin vorherrscht und dann bin ich zuversichtlich, dass es gibt. Also wir schaffen das sensationelle Comeback und steigen nicht ab. Das ist ganz klar meine Meinung. Ja. Wunderbar, ja. Danke.